Was bringt eigentlich mehr im echten Leben? Kampfsport oder Bodybuilding? Und ich vertrete hier die interessante Meinung, dass eben in Wahrheit beides im echten, im wirklich echten Leben unglaublich viel bringt. Weil, weißt du, als reiner Kampfsportler überschätzt man vielleicht die Wahrscheinlichkeit, von anderen Menschen angegriffen zu werden. Und als reiner Bodybuilder unterschätzt man vielleicht diese Wahrscheinlichkeit und denkt, es betrifft einen nicht. Aber die nächste Ebene davon ist, dass eben durchaus Kampfsport sehr viel bringt im Selbstbewusstsein, im Körpergefühl, im Gesündersein. Das ist, was es dir im echten Leben bringt. Dass du in der menschlichen Interaktion auch selbstbewusster bist, auch selbstbewusster auf deinen Punkt bestehen kannst. Auch wenn du dir vielleicht nicht bewusst denkst, oh, der könnte mich jetzt angreifen, unbewusst schwingt so ein bisschen ein Gefühl mit und Kampfsport kann dir hier mehr Selbstbewusstsein geben. Und in fast der gleichen Situation ist auch, was dir Bodybuilding im echten Leben bringt, richtiges Bodybuilding. Weißt du, nicht dich mit illegalen Mitteln aufpumpen, das ist was anderes. Echtes Bodybuilding, wie Sandoz es gewollt hätte. Also wirklich unseren Körper bilden, als Männer oder auch als Frauen, wie wir sind, das bringt dir besseres Körpergefühl oder Muskelmasse, macht dich gesünder, schützt deine Gelenke auch, macht dich stärker. Ja, Bodybuilding macht dich auch stark. Du lernst deinen Körper zu benutzen, du wirst stark, du kriegst Muskeln, macht dich gesund. Es fördert dein Verständnis für Ernährung zum Beispiel. Bodybuilder werden sich gesund ernähren müssen. Es macht dich sicher auch selbstbewusster. Du kriegst eine bessere Haltung. Auch Posing ist sehr wertvoll. Du lernst, die Muskeln anzuspannen, entspannen. Das Gefühl im Körper, die Mind-Muscle-Connection im Training schon sehr wichtig. Und dann eben die Haltung auch zu haben. Dann fühlst du dich eben auch besser, strahlst das auch nach außen aus, wirst selbstbewusster. Also für mich, Kampfkunst und Bodybuilding muss immer Hand in Hand gehen. Und zwar kluge Kampfkunst und kluges Bodybuilding. Bleib gesund!